Schönen guten Tag. Hier in Kiew sagt man sowas nicht mehr, denn die Tage sind weder gut noch schön und die Nächte sind Albtraum. Und es gibt keine Kriegsverbrechen, die wir hier noch nicht gesehen haben. Hin und wieder haben wir dennoch ruhige Stunden zwischen den Luftangriffen, zwischen unterschiedlichsten Bodenkämpfen. Und in diesen Momenten möchte ich euch ein bisschen zeigen, wie ein Kriegsgebiet mitten in Europa entsteht und was hier wirklich abgeht. Це зараз наша облдержадміністрація. Без сліз на це не можна дивитися, блядь! Да? Кто тут русский мир ждал слоган России на площади? Вы этого хотели, да? Мы вас предупреждали. Это плохая затея. Много раненых. Бессотых пока не видно. Пусть он будет проклят, этот гребаный русский мир. С вашим правителем, чтобы он вздыхал в муках. Это вид с моего окна, только часть, это центр города. Бомбили, блин, с самолета. Окна пострадали у меня во всей квартире. Это я только часть снимаю, я боюсь выйти на улицу. А вы говорите, не будет бомбить мирных жителей. Чуть дальше, вверх по улице, живет моя кума. У них горел дом. Убила женщину осколками, сгорела машина. Твари, чтобы вы все сдохли там. Die Ukraine ist unfreiwillig zu einer Brandmauer geworden zwischen einem wahnsinnigen Diktator und den europäischen Werten. Bitte helfen Sie uns, diese Mauer aufrechtzuerhalten. So ein Brand muss gelöscht werden. Wir erwarten nicht, dass Sie für uns, für unsere Freiheit und für unsere Souveränität kämpfen. Aber wir bitten Sie, uns in diesem Kampf zu unterstützen. Ich garantiere Ihnen persönlich, dass jeder von Ihnen gespendete Cent der Wohltätigkeit dient und dem Ende dieses schrecklichen Krieges beiträgt.